Hinter meiner. Kommt her. Ein Bitte. Schnell wieder hoch. Kommt da. Oh, ich muss in diesen Creeper schinken. Ja, kommt doch her, ich brauche einen Bogen. Ah, hey. Nein, bitte nicht, ich will nicht sterben. Jetzt haben wir hier Türme, die lassen wir als Erinnerung an den epischen 3-Creeper-Kampf. Hallo, komm jetzt hin. Genau. Also die Entwickler waren schon scary. Die waren stockbesoffen, als sie diese Enderman-Einbau gebaut haben. Komm jetzt. Hallo. Hallo, hallo. Eine Rastfunktion. Ja, blöde Einlassfunktion. Die muss ich mal abmachen. Ausstellen. Die nervt nur. Das ist ja wirklich nicht mehr. Ja, auch schon gemerkt. Hey, es wird Tag, bist du endlich mal tot? Komm jetzt her, damit ich dich töten kann. Wo bist du? Ah. Enderperlen brauchen wir, um das Ender zu finden. Um aufzumachen. Also die Enderperlen, Enderaugen. Umwandeln, umcraften. Und dann die Enderaugen in das Portal reintun. Und schon ist man dann im Ender. Aber da brauchen wir gute Ausrüstung. Der Enderdrache, der Endboss, der ist direkt beim Enderportal und hat extrem viel Leben. Extrem. Danke fürs Aufmachen. Aber das nächste Mal besser. Diese verschiedenartigen Sandstones nerven. Ja, Fäden brauchen wir nicht. Glatter. Ach, Schweinefleisch brauchen wir nicht. So. Jetzt müssen wir uns hier runtergraben. Hier ist eine Falle. Ihr seht dort in der Mitte ist ein Schalter, eine Druckplatte, wo das Dynamit freisetzt, also zum Sprengen bringt. So, was könnten wir hier lagern? Die Ende, die Knochen für die Erde. Und sonst ist nichts Anständiges drin. Hm. Haben wir mal etwas gefunden, dann ist nur Scheißdreck drin. Da können wirklich so tolle Sachen drin sein wie Mercedes, Schallplatten und Gold und also Goldbahn. Also richtig interessante Dinge könnten dort drin sein. Aber leider hatten wir kein Glück. In 2 Kisten waren nur diese
rotten Fleisch, also verfaultes Fleisch drin. Verrottetes Fleisch, richtig übersetzt. Fleisch ist irgendwie also so klumpiges Fleisch. Wir könnten den Tempel mal kurz markieren. Dann können wir den Tempel beim Templet bauen oder ihn vergrößern. Okay, unser Essen geht aus, wir müssen wieder Brote backen oder das Fleisch braten. So, der Tempel ist hier, also Wüsten Tempel 1, weil wir finden sicher mehr. So, dann gehen wir zurück. Zurück. Wir gehen zurück. Ah, wir haben zu viel Hunger. Dann können wir nicht rennen. So. So, wenn die Scheune, also das Lager, die, ja, einfach ein Lager, das Gebäude, was ich ja gebaut habe, fertig ist oder, ja, ein bisschen ausgestattet ist und so. Die Kisten müssen wir noch nicht rein tun, wir haben ja das Lager noch unten. Aber wenn das fertig ist, kümmern wir uns ums Dorf, bauen wir ein paar Häuschen, müssen nicht schöne Häuschen sein für den Anfang. Einfach, dass sich die Menschen dort wohlfühlen. Und wir traden können. Mit ihnen handeln können. Oh, ein Baum, ein großer Baum ist da oben. Und hier ist ein komisches Konstrukt. Physisch sehr realisierbar, auch im Real-Life. Physisch korrekt. So. Sind wir schon wieder hier. Und die Kühe, geht's gut, den Kühen. Gehen wir zuerst kurz unsere Sachen reinlegen in die Kisten dort unten. Die Birkensetzlinge können wir hier anpflanzen. So. Also, hier sind die organischen Sachen. So. Hier kommt der Sandstein hin. Ah, ein Buch haben wir hier noch. Das Birkenholz. So. Das Buch. Da. So. Hier haben wir noch ein bisschen Holzkohle. Gut. Gehen wir zuerst hier runter und backen uns Brot. Ich back mir einen Lollipop. Und back mir ein Eis. So, haben wir hier, ja. Genug für mehrere Brote. So. Gut, also, schauen wir mal.
was die Ding machen. Kühe, wir können sie leider nicht füttern. Aber wir können mal schauen, ob sie schon groß sind. Haben wir Holz dabei? Ja, ein bisschen. Könnten wir schon mal ein, zwei Hütchen bauen. Ja, die sind groß, oder? Nein, sind noch nicht groß. Okay. Also wir machen das Dorf hier hin. Zwei Häuser gelten für vier Dorfbewohner, glaube ich. Hier. Also. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht, oder? Ich weiß nicht, wie groß die Hütten sein müssen für die Dorfbewohner. Aber scheinbar brauchen wir zwei Eingänge. Fenster, glaube ich, noch. So. Gut. Hier mache ich das Fenster, die Fenster. Also, Crafting Table. Machen wir vier Türen. So. Das andere Haus bauen wir zwei daneben. Haben wir schon mal halten. 1, 2, 3, 4, 5. Eher ein Würfel oder so. Aber immerhin. Schon mal die Grundbauten eines Dorfes für die NPCs. Ich werde mir später viel mehr Zeit nehmen für solche Gebäude, aber momentan will ich euch das erstmal zeigen können. Dann einfach mal schlicht und einfach ganz normal ein Häuschen, wie man so halt grundlegend eins bauen würde, wenn man im Stress ist. Ich hoffe, die werden erkannt als NPC als Haus, dass die NPCs reingehen. Holen wir noch mehr Holz. Also, das ist jetzt ein NPC-Haus. Brauchen wir noch Glas? Ich hoffe es nicht. So. Ja, jetzt cheaten wir kurz. Vier Dorfbewohner. Geht auch so. Nein. So, und dann da und Dorfbewohner. 1, 2, 3, 4. Zwei Pfarrer und zwei Farmer. Okay. Bitte hier nicht irgendwo runterstürzen.
So, also. Was bietet ihr denn an? Ah. So, nicht vergessen. Was bietet denn an? Ein Ding für 2 Glowstone. Cool. 18 Getreide. Cool. Das ist nämlich sehr gut. Wir haben bald viel Getreide. 2 gebratene Fische für ein Ding. Haben wir hier noch mehr zur Auswahl? Jetzt fehlt aber einer. Wo ist er denn? Ah, da. Hm. Egal. Schnell nach Hause, sonst kommen die Creeper wieder und sprengen unser geliebten kleinen billigen Häuschen in die Luft. Jo. Also jetzt komm schneller, hopp. Wir machen dann auch ein unterirdisches Reisesystem, also dass wir nicht immer oben durch die Pampa klettern müssen. Also ich kann euch wirklich alles umsetzen. Jetzt habe ich das Ei noch. Ich werde es jetzt hier irgendwo despawnen lassen. So. Also, das nächste Mal werden wir hier den Garten ausbauen oder ihn nach oben verlagern am besten. Dann werden wir uns ja das NPC-Dorf ausbauen und ja Villa vielleicht beginnen, wenn wir genug Wolle dann haben. Schodele. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback ist erwünscht und Wünsche sind auch erwünscht. So. The spirit is ignite the spirit. Ignite the spirit. Knochen. Knkfent. Try, destroy, oder pry, destroy, mist, ordner, physical wetter of, komisch. Ich werde jetzt mal eine verzaubern, ich habe Lust, diese 13 Levels zu verbraten, weil ab 30 leveln wir nicht mehr so viel, oder waren 13. Und, hallo? 12. Vierzehner. Haltbarkeit 2. Okay, immerhin. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dragobase.